Nürnberger Nachrichten beschäftigt und etwa seit 2 Jahren auch mit dem Fall Gustl Mollat betraut. Die Leser der Zeitung werden es mitbekommen haben. Wen ich noch mitgebracht habe, ist der Herr Dr. Martin Runge, der sitzt hier links hinten im Eck. Herr Runge, steht doch kurz auf, dass man Sie sieht. Es war einer derjenigen Abgeordneten im Bayerischen Landtag, die aktiv waren in dem Untersuchungsausschuss Mollat, der seine Arbeit schon beendet hat innerhalb weniger Wochen, und einer derjenigen, die sich auch sehr intensiv eingearbeitet haben und die kritischen Punkte rausgearbeitet haben. Ich war selber mehrfach dort im Landtag und konnte mir das anschauen, die Arbeit im Untersuchungsausschuss. Das müssen Sie sich vorstellen, wir haben ein größerer Raum, es sind nicht 4 Abgeordnete, es waren ungefähr 10 oder 11. Die sitzen dort wie im Parlament, also links die SPD und die Grünen, es gibt einen Vorsitzenden, ein Präsidium, und rechts die CSU. Und es war für mich schon beeindruckend zu beobachten, auf der linken Seite, das ist nun mal leider so, war also immer sehr viel Aktivität. Die Abgeordneten haben ihre Akten dabei gehabt, die standen hinten in seinem Rollregal dabei. Es gab sehr viele Fragen. Auf der anderen Seite habe ich manchmal das Gefühl gehabt, denen sind die Augen zugefallen zwischendurch. Also die haben, glaube ich, ziemlich viel geschlafen. Und auf das Verfahren gegen ihn, wegen Körperverletzung und wegen angeblicher Sachbeschädigung, und umgekehrt seine Anzeigen gegen Bankmitarbeiter und deren Kunden wegen der anonymisierten Kapitaltransfers in die Schweiz, hinter denen er richtigerweise Schwarzgeldverschiebung und Steuerhinterziehung vermutet hat. Man ist da nach dem Motto-Verfahren: Wir müssen diesen Anzeigen keinen Glauben schenken, wir können die einfach weglegen, weil der Kerl verrückt ist, und umgekehrt hat man ihn für verrückt erklärt wegen seiner Anzeigen. Das war ein immerwährender Zirkelschluss bis zu den letzten Petitionen, die letzten Angaben, die gemacht worden sind. Und die Tatsache, dass aktuell 24 Verfahren beim Finanzamt Nürnberg Süd laufen, die sich allesamt gegen Leute richten, welche Herr Mollat vor 10 Jahren schon in seinen ersten Anzeigen genannt hat, das zeigt ja, dass da sehr wohl Substanz war, und dass es einfach eine Riesensauerei war, ein Riesenskandal, dass sowohl die Steuerfahndung als auch die Staatsanwaltschaft da nicht nachgefasst hat. So, und was man ganz klar festhalten muss, das ist auch Ergebnis der ganzen Recherchen der Journalisten, wie auch unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss, dass es in dem Verfahren, es gab ja nicht nur die 7. Strafkammer beim Landgericht Nürnberg Fürth, sondern vorher schon das Amtsgericht in Nürnberg, dass es in dem Verfahren und in der Entscheidung gegen Gustl Mollat zu krachenden Rechtsfehlern gekommen ist. Diese Rechtsfehler hat nicht nur der Anwalt Strater aus Hamburg, sondern auch die Staatsanwaltschaft in Regensburg als Rechtsbeugung bezeichnet. Dass die Zuschreibung der Gemeingefährlichkeit, die basiert auf mehrfachem Rechtsbruch, wie wir alle wissen. Die sogenannten Gutachten sind vorwiegend allein auf Aktenlage basierend erstellt worden, wobei die Akten meistens verfälscht die Tatsachen wiedergegeben haben. Also es hat hinten und vorne nicht gestimmt. Und was dann, wie es dann weitergegangen ist, das haben Sie alle mitbekommen, es hat dann sehr, sehr rasch ein Schweige-, Lügen- und Vertuschungskartell in Justiz und Politik sein unseliges Spiel begonnen. Und es war tatsächlich so, dass also wir sind es gewohnt, dass wir von Ministern angelogen werden. Das ist das tägliche Geschäft. Aber dass selbst Spitzenbeamte wie der Chef des Landesamtes für Steuern sich frech hinstellt und am 28. Februar diesen Jahres dem Rechtsausschuss im Landtag die Unwahrheit erzählt, dass der Nürnberger Generalstaatsanwalt jährlich immer wieder Halbwahrheiten und Unwahrheiten verkündet, das, denke ich, geht dann doch zu weit. Also da sind Dinge passiert, die sollte man und die dürfte man in einem Rechtsstaat niemals für möglich halten. Und deswegen ist es gut, dass hier jetzt aufgeklärt worden ist, dass wir weiter daran arbeiten. Was ganz, ganz wichtig ist, also einmal haben wir immer gesagt, im Zentrum steht der Herr Mollat und auch sein Schicksal, aber selbstverständlich müssen wir auch politische Forderungen stellen. Was uns ganz wichtig ist, und da werden wir hoffentlich unterstützt von den Journalisten auch nicht locker lassen, wir wollen, dass diejenigen, die hier für diesen Saustall verantwortlich sind, zur Rechenschaft kommen. Am Europakanal in Erlangen, ja, die den Herrn Mollat
niemals gesehen, geschweige denn untersucht hätte, die aber geschrieben hat, er leidet mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung. Weitere Fremdgefährdung ist nicht auszuschließen oder wahrscheinlich. Und da gibt es eine tolle Grußformel. In der Hoffnung, Ihnen mit diesen Angaben gegeben zu haben, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Diese Frau ist niemals als Zeugin befragt worden, wen sie dienen wollte, warum sie glaubt überhaupt, dass es eine Fremdgefährlichkeit gäbe und so weiter und so fort. Also das ist, denke ich, ein Einstieg, den man immer wieder bringen muss, und damit ende ich dann auch. Der Gustl Mollert ist endlich nach 7,5 Jahren jetzt in der Freiheit, und es ist auch gut so. Wir freuen uns drüber und wir wünschen ihm von dieser Stelle aus alles Gute, denke ich. Dann frage ich mich, kann ich mich hier noch mit vollem Herzen wohlfühlen in unserem deutschen Rechtsstaat?